Grüß Gott und guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Zweifellos ist es wichtig, wenn man sich mit Bauern beschäftigt oder durch den Kindergarten da drüben geht, dass man sich die Technik anschaut und Details und wie das funktioniert. Wir haben mit Architekten gesprochen und mit den Handwerkern und das ist ganz was Wichtiges. Aber ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist, wenn man sich zuerst den Kern der Sache verinnerlicht. Und der Kern der Sache, das ist das Holz, das ist der Baum. Etwas ganz Banales, was Alltägliches, weil Holz, du nimmst ein Scheitel und schiebst es ins Ofenloch oder man kann ja nicht jeden Tag bei jedem Baum, an dem man vorübergeht, nachdenken, was da passiert. Und trotzdem ist so ein Baum ein unglaubliches Wunder. Ein unglaubliches Wunder. Haben Sie schon mal überlegt, was das überhaupt ist, Holz? Was ist das? Also, mir hat in der Schule, ich habe ein Gymnasium besucht und da hat uns der Naturgeschichtsprofessor erzählt, dass Bäume eine Krone, einen Stamm und eine Wurzel haben, das haben wir selber auch gewusst, und dass die Wurzel dazu da ist, dass der Baum die Nährstoffe bekommt zum Wachsen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn der Baum mit der Wurzel die Nährstoffe nimmt, dass dieser dicke Stamm entsteht, auf dem wir herumgeklettert sind, dann heißt das ja, dass der die ganze Erde auffrisst. Weil der Stamm ist so dick und so schwer und 40 Meter hoch bei einer Tanne meinetwegen. Und das muss ja woher kommen. Und später bin ich dann Förster geworden und habe dann gewusst, so eine Tanne, eine große, die hat 10 Kubikmeter oder mehr. Dann müssten ja die 10 Kubikmeter in der Erde fehlen. Und auch unsere Professoren dort konnten mir nicht erklären, wo das herkommt. Da hat sich ja auch in den 70er Jahren keiner Gedanken gemacht. Wissen Sie, wo Holz herkommt? Die Masse des Baums, das Schwere, das Feste, wo das Auto kaputt ist, wenn du dagegen fährst. Wo kommt das her? Der Baum ist reine Luft, sonst nichts. 99% des Baumes ist Luft. Da fällt ein Samenkorn auf die Erde, so klein wie eine Stecknadel. Und in diesem Samenkorn ist so viel Information drinnen, dass wir trotz unserer modernen Computertechnik alt dagegen ausschauen. Da ist Statik drinnen, da ist das ganze System für ein Wunder drinnen. Und dann, wenn dieses Samenkorn Feuchtigkeit und Wärme bekommt, sprießt es. Wir kennen es, wenn ein Bäumchen wächst, der Buche, das erste Blattl ausschaut. Oder bei einer Fichte die erste Nadel rausspitzelt. Und dieses erste Grün beginnt sofort zu atmen. Es holt tief Luft. Und dann geht da drinnen schon ein Wunderwerk los. Mit der Luft, da kommt das CO2 rein. Das wissen wir alle, CO2, Klimadiskussion, Umweltschutz und so weiter. Und der Baum beginnt dann im Inneren das CO2-Molekül aufzuspalten. Das O2, der reine Sauerstoff, kommt wieder raus, wird wieder rausgeatmet. Das ist die gute Waldluft. Und das C-Atom bleibt drinnen. Und da beginnt das ganze Wunder der Kohlenstoffchemie. Aus diesem einen C-Atom und ganz wenig Zutaten, also ich sage jetzt so, wie wenn der Koch in der Küche einen großen Topf Suppe kocht, am Schluss kommt eine ganz kleine Prise Salz dazu. Und diese ganz, das Gewürz, diese letzte Zutat, das ist das, was in Wahrheit vom Boden kommt, von den Wurzeln. Und mit diesem Rezept kocht der Baum dann Tausende von verschiedenen Substanzen. Tausende. Und aus diesem Rezept entsteht der ganze Körper der großen Buche und der riesigen Tanne. Der entfaltet sich. Und genauso wie er aus der Luft kommt, wenn seine Zeit vorüber ist, kehrt er dann auch wieder dort zurück.
Das ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Da bleibt nichts übrig. Da wird alles zurückgegeben. Da gibt es keinen Abfall, keinen Müll, gar nichts. Aber bis es soweit ist, geschehen da Dinge. Ich sage es Ihnen. Man kann sich nur freuen bei jedem Baum, bei dem man vorübergeht. Stellen Sie sich einmal vor, weil mit dieser chemischen Betrachtung, also man lernt ja Holz, die drei Holzbestandteile, das Hauptmaterial, das ist Zellulose und Hemicellulose und Lignin. Das sind drei so Substanzen aus der Kohlenstoffchemie, was der Baum aus der Luft macht. Und dann eben hunderte und tausende sonstige Stoffe. Das lernt man alles. Und trotzdem können wir damit allein das Wunderbaum noch nicht beschreiben. Bäume gibt es auf dieser Welt seit ungefähr 350 Millionen Jahren, Menschen ungefähr seit 3 bis 5 Millionen Jahren, je nachdem, wie man das unsere Vorgänger, ab wann man sie als Mensch bezeichnet. Und wie der Mensch erschienen ist auf dieser Welt, da war alles Wald, da war unglaublich viel Wald, da hat es viele Bäume gegeben. Und diese ersten Menschen, die haben es nicht leicht gehabt, weil die haben so gut geschmeckt. Und es hat so viele große Tiere gegeben, die so gern Menschen gefressen haben. Und immer, wenn der Mensch in Not und Gefahr gekommen ist, hat er gleich gelernt, ist der nächste Baum ein Traum. Weil wenn man schnell genug da hinaufklettern kann, dann schaut der Säbelzahntiger unten dumm rein und kann mich nicht zupacken. Also vom Anfang an haben die Bäume den Menschen Schutz geboten. Ich kann mich erinnern, ich war in meiner Jugendzeit als Bergführer unterwegs. Und ich bin oft in schlimme Wetter auf den Bergen gekommen. Und das größte Glück war, wenn du dann so weit runtergekommen bist, dass die ersten Bäume auftaucht sind, dass du unten reinkriechen hast können. Schutz für den Menschen. Und dann hat der Mensch begonnen, seine Behausungen bauen. Entweder am Wasser draußen die Pfahlbauten, das kennen wir vom Bodensee, diese steinzeitlichen Pfahlbauten. Und hat wieder die Bäume genommen vom Ufer, hat sich aufs Wasser hinausbegeben, weil da konnten die wilden Tiere ihm nichts anhaben und auch menschliche Artgenossen, die nicht gut genug gesonnen waren. Da war er in Sicherheit. Und ganz spannend, schon diese Steinzeitmenschen, das hat man heute wissenschaftlich nachempfinden können, schon die haben gewusst, ein großes Geheimnis, dass es nicht gleichgültig ist, wann man den Baum fällt. Die haben gewusst, dass der Baum ein Lebewesen ist, das in einer Rhythmik der Jahreszeiten, auch des Mondes steht, und haben Bäume zu bestimmten Zeiten gefällt, weil sie gesehen haben, dass das Holz dann länger hält, dass Pilze und Insekten nicht rein können. Und so ist das weitergegangen. Der Mensch hat dann die größte Erfindung gemacht, die der Mensch überhaupt machen kann, das war das Feuer. Plötzlich hat einer die Funken geschlagen und das Feuer ist gekommen. Man konnte dann kochen, sich wärmen. Wieder war es der Baum, der das Material geliefert hat. Und dann kamen die technischen Entwicklungen. Das Rad, die ersten Fahrzeuge. Dann hat man versucht, das Gewässer zu überqueren. Die Schiffe waren aus Holz. Und später haben Menschen zu fliegen begonnen. Sie wollten sich in die Lüfte erheben. Und alle Fluggeräte des Anfangs waren überwiegend aus Holz gebaut. Das heißt, in der ganzen Geschichte, in diesem ganzen Weg des Menschen mit den Bäumen, haben wir in unserem tiefen Unterbewusstsein, in unserer Seele, immer mitgenommen, Holz ist etwas Gutes. Holz ist etwas Sicheres, etwas Positives. Und sowas bleibt nicht ohne Folgen. Das hat seine Wirkungen. Wie ich als junger Mann meine Familie gegründet habe, meine Kinder sind jetzt schon erwachsen und auch groß und ich bin schon bald Opa. Aber wie wir da angefangen haben, Nestel bauen, da habe ich mich umgeschaut und es war irgendwie schon klar, dass Holz eine große Rolle spielen wird. Weil unser Opa war damals schon etwas mehr als 80 Jahre, ein Zimmermeister und der Opa war eine Ausnahmeerscheinung. Der Opa hat zu seinem 80., weil er sich so gefreut hat, dass er Geburtstag hat, vor dem Haus einen Handstand gemacht.
Und die Kinder haben gesagt, Opa, zeig uns, wie das geht, wenn du auf den Händen marschierst. Und dann ist er auf den Händen über den Rasen marschiert, mit 80. Und wie er 65 war, haben sie gesagt, er hat Gottlieb, hat er geheißen, haben gesagt, Gottlieb, jetzt musst du in Pension gehen. Und er hat gesagt, ja, ja. Und hat am nächsten Tag gleich weitergearbeitet. Und mit 80 hat er immer noch gleich weitergearbeitet. Das war unser Opa. Und der hat Holzhäuser gebaut. Und mir war eigentlich schon klar, dass das, was der Opa macht, eine wunderbare Sache ist. Weil diese Häuser waren zwar einigermaßen primitiv in der Machart, aber wenn ich in so ein Haus hineingegangen bin, wo der Opa war im Oberpinzgau, im Krimmler, also Krimmler Wasserfälle kennen Sie vielleicht. Und da gibt es Bauernhöfe, da hat es zu seiner Zeit als Handwerker viele Orte, wo es noch keine Straße hingegeben hat. Jetzt sind die da mit dem Werkzeug rauf, auch die Schutzhütten im Achental, haben die Bäume umgeschnitten und haben noch wie früher mit dem Beil aus den runden Stämmen das Kantholz rausgehackt. Und mit dem Handhobel die Fußböden gehobelt und so weiter. Also mittelalterlich. Aber wenn Sie da reingehen in so ein Haus, es ist unglaublich, da geht dir das Herz auf. Da fühlst du dich wohl. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du ein Fan bist für moderne Architektur oder ob du was Rustikales liebst, ob du klare Formen magst oder ob du verzierte und verschnörkelte Formen liebst, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch, egal welchen Geschmack man hat, jeder Mensch fühlt sich, ich darf es so sagen, das ist nicht respektlos gemeint, fühlt sich in dieser primitiven Hütte von Opa wohl. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich möchte ein Haus, wo wir uns so wohl fühlen. Und wir haben uns dann moderne Wohnbauten angeschaut. Und ich habe das nicht verstanden. Wenn ich da länger drinnen war, hat mir entweder der Hals gekratzt oder die Augen getränt oder da hinten haben sich kleine Haare aufgestellt. Und es hat nicht so gut gerochen. Sie waren heute alle da drüben im Kindergarten. Haben Sie die Luft gerochen, wie das duftet? Gehen Sie in ein Neubaugebiet und machen Sie die Nasen auf und vergleichen Sie das. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja etwas, was sich jemand einbildet. Und mir ist es auch lange so gegangen, dass ich mir gedacht habe, bilde ich mir da was ein? Ist das jetzt wirklich... Ah, das riecht so gut. Ist das etwas, bin ich zu romantisch veranlagt oder war ich jetzt lange im Wald oder sonst was? Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich so wie in meinem sonstigen Berufsleben, wo wir schon sehr viel uns mit Forschung beschäftigt haben, dass ich diesem Phänomen auf die Spur kommen kann, dass ich dieses Geschenk der Bäume, das ich in meinem Herzen fühlen kann, auch im Hirn begreifen kann. Das habe ich mir gewünscht. Und vor einigen Jahren, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man sich etwas ganz fest wünscht. Da darf ich Goethe zitieren. Sei vorsichtig mit den Wünschen in deiner Jugend, denn sie werden Wirklichkeit. Und ich habe mir das fest gewünscht. Und eines Tages habe ich einen Mann kennengelernt, der hat auch eine ganz witzige Geschichte hinter sich. Der war ein großer Schulmediziner in Österreich. Also unverdächtig, dass er auch zu romantisch veranlagt ist. Der hat seinen Lehrstuhl an der Medizinuniversität in Graz und ist in Österreich einer der größten Wissenschaftler in dieser Spezies. Er hatte 15 Jahre vorher mit seinem Forschungsteam für die Weltraumstation Mir die Messtechnik, die medizinische Messtechnik gemacht für die Astronauten, der Professor Max Moser. Und der ist und bei diesem Mir-Projekt hat er was ganz Sonderbares erlebt. Die haben von den Russen die Vorgabe gehabt, dass alles, was sie an Equipment, an Gerätschaften in diese Raumstation packen, 100%ig emissionsfrei sein muss. Die haben gesagt, alles, was ihr reinpackt, kommt bei uns durch den Gaschronometer, wir messen das, da darf kein giftiges Molekül rauskommen. Und die österreichischen Wissenschaftler haben gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Und dann haben sie viel Zeit und viel Wissen und Energie in diese
wissenschaftliche Entwicklung der Messerei hineingesteckt und wir dann die Geräte dazu gebracht haben, sind sie draufgekommen, dass da nichts funktioniert. Jedes Kabel, die Plastikgehäuse, alles hat ausgegast. Und so eine Weltraumstation ist ein interessantes Modell. Gell? Weil wenn du da Gift verursachst, kannst du nicht sagen, ich mache das Fenster auf, der Summe geht zum Nachbarn. Das bleibt drinnen. Du kannst nichts entfernen. Und das Gebläse bläst selber wieder im Kreis, immer wieder an deiner Nase vorbei. Das bleibt. Und darum war die Forderung so wichtig. Und sie wollten auch nicht, die Russen wollten nicht, dass durch Luftinhalte das gemessene Organverhalten der Astronauten sich verändert. Und das zu Beobachtende. Und dann haben die Blut geschwitzt und gesagt, wie können wir das lösen? Und am Schluss, ich kürze das ab, am Schluss waren die ganzen Gerätschaften und die Elektronen und die Messplättchen am Körper der Astronauten alles aus Holz. Und eben das Metall, was Metall sein hat müssen. Holz und Metall waren dann die Hauptbauteile. Und das hat den Professor natürlich zutiefst beeindruckt, weil der war ja auch nie auf die Idee gekommen, zuerst einmal bei den Bäumen nachzuschauen. Die haben die kompliziertesten Kunststoffe und Carbon und weiß der Teufel, was alles probiert haben. Und Jahre später hat dieser Mann, mit dem ich jetzt mein letztes Buch geschrieben habe, ist er draufgekommen, dass das Holz auf den Organismus so einen großen Einfluss hat. Durch das, aus welchem Grund auch immer, das lassen wir jetzt noch im Dunkeln. Und hat ein Forschungsprojekt gestartet, um genau dem auf die Spur zu kommen, was ich schon so lange wissen wollte, nämlich, warum geht es mir gut, wenn ich mir das zur Nase halte, wenn ich mich damit umgebe? Warum geht es mir gut, wenn ich da drüben in den Kindergarten reingehe? Warum geht es mir da besser, wie wenn ich zwischen Kunststoff und Laminat und Beton oder Gipsplatten oder sonst was reinmarschiere? Oder bilde ich es mir ein?